Etwa Weil er meinen 60%, Brot nicht geht. Entschuldigung, etwa 60% Leute, die Schmäh fragt, sind, sagen, dass beides ein Sandwich ist. Das ist doch Bullshit. Ach, Quatsch. Nein, 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 nein. Das ist kein Sandwich. Okay, also das hier ist meine Wohnung. Kleiner Tipp, meine Mama mag Sommerschmuck. Eine gute Wahl für den ersten Schritt in eine enge Freundschaft. So, dann haben wir hier, das ist Moment Felix mal, ich muss Wohnung. ja auch zu deiner Wohnung, ja? Moment, Moment, Okay, Moment. Felix Wohnung ist halt größer, das lässt sich echt schwer vergleichen, ne? Inventarfall, toll. Ja, ich habe die Aber gerade Felix aufgenommen. finde ich auch nicht so schlecht. So, das ist Lumis Wohnung. Nicht so überladen. Hier steht ja alles drin, holy shit. Was? Bei dir steht irgendwie alles voll. In allen Also Ecken steht was. Essbands Wohnung. Gut, den Teppich finde ich ganz nett, aber die Farben finde ich furchtbar. Hey, hey. So, das Findest ist du, das ist ein Felix bisschen arg Wohnung. leer, gell? Also das ist eigentlich geht's hauptsächlich um Benz und meine. Wenn du eine Felix. Katze hast, lernst du mit wenig zu leben. Felix hat ja nicht mal ein Abschluss nochmal Sofa meine. vom Fernseher. Wie soll der denn hier wohnen? Mein Gott. Hey. So. Gibt Was Schlimmeres. soll das? So, und dann kommen wir noch zu meinem. So, jetzt. Also ihr könnt gerne auch mitvoten sozusagen. Ja, jeder darf jetzt mal schreiben, welche Wohnung er am schönsten findet. Felix, Benz Meine. oder meine? Was findest du denn an meiner Wohnung von den Farben her schrecklich? Die sind super, die passen perfekt zusammen. Ich würde gerne eine andere Küche haben, aber die kann ich nicht ändern. Bisher enthalten sich alle, ich krieg noch keine Meinung. Ich glaube, ich krieg Sich auch alle. keine Meinung. Keine ehrlichen Leute hier. Haben Angst vor euch. Traut sich niemand zu kritisieren. Also Kahn sagt, ich finde den Teppich von Ben schrecklich, ebenso dieses Grün als Farbe. Ansonsten sieht seine eigentlich nicht schlechter aus als deine. Ob das jetzt wirklich ein Lob ist? Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das jetzt irgendwie eine Wertung ist oder keine Ahnung Ich was. würde sagen, das ist ein Diss an dich, weil ich hab, Ben sieht scheiße aus, aber immer noch genauso gut wie deine. Ja. Jetzt möchte ich aber auch von den anderen wissen, wie meins aussieht. Ich. Deins wurde als sehr leer beschrieben hier. Ja, Deine deins ist halt Wohnung ist so komplett leer. leer, also. Du bist halt out of Ja. competition. Ja, die ist halt nicht wohnlich, das ist halt mehr so eine Halle als eine Wohnung, keine Ahnung. Hayley reicht halt der Schminktisch. Die feuert mich heute wieder an, hat sie mir gesagt. Machst du jetzt eigentlich die Sachen zum Dingensbumsen oder soll ich jetzt die Tiere? Also, wie ist denn das jetzt? Nee, 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 nächstes Frühjahr erst. Okay, dann. Weil ich habe mich gerade um die Tiersachen gekümmert, tatsächlich. Du auch? Das Ja, glaube ich dir diese. nicht, ich habe alles eingesammelt. Das, was draußen zum Verarbeiten war, die Sachen Ja, habe ich das gemacht. ist ja die kleinste Arbeit. Den Scheiß Die. einsammeln und die Tiere alle knuddeln, das ist ja das Nervige. Brauchst einen Autoknuddler, ja, sagst du. Ein Autoknuddler, das tut's Ist gut. ein Luxusgüter, kostet ganz unten, kostet das um die 100.000. Wir haben 127.000. Arschbar. Foxan. Dann schreibt Felix, wohnt halt gerne zu zweit in einem 1500 Quadratmeter Haus, wo Esszimmer im Westflügel und Küche im Ostflügel sind. Ja, wo ein Fahrrad Ja brauchst, klar, um zum damit ich Abendbrot mal. zu kommen. Nee, damit ich mit meinem Dreier Golf immer rüberfahren kann. Wow. Alter, Dreier Golf, holy shit. Mehr Luft verpesten geht aber auch nicht. Ich kann nur einen Skoda nehmen, aber es wird nicht besser. Ein moderner Skoda-Motor hat mit Sicherheit weniger Abgase als so ein Dreier Golf-Motor. Hat er auch, weil es ein E2er TSFI ist und kein E6er. Sag ich ja. Also wird schon besser, wenn du einen Skoda nimmst. Ist ein kleinerer Motor, dafür kann der Turbo schneller kaputt gehen. Aber ich würde mal sagen, bei dem Haus wäre ja eigentlich dann doch passender, irgendwie ein Elektroauto zu nehmen. Ein schönen Ja gut. Tesla. Oder hier einfach ein Und. Segway. Oder hier, wie ist das? Der Audi e-tron oder was das ist? Ist klar. Was denn, wenn du so ein Haus hast, kannst du dir auch ein e-tron leisten. Gut. Ja, so. Jetzt tun wir mal hier Geoden aufbrechen, aber sonst nichts zu tun. Also habe ich ja auch nie. Hättest mir helfen können beim Ernten. Naja, ich komme ja dann gleich noch vorbei. Ja, dann ist Also, geerntet. Ich dann ernte hast du halt jetzt. halbes Fleisch. Wenn man Nö, sich das mit nervigen vergessen wir Tieren nur. beschäftigen muss, kann man den ganzen Monat im Winter angeln gehen, das ist richtig. Wir wollen doch aber im Winter in die Höhle da reinböllern. Ja, ich muss Level 100 erreichen. Müssen wir Ich alle? schaff das nicht alleine. Nee, 100 eher nicht, glaube ich. Oder habt ihr auch die geheime Notiz Doch. gefunden? Na klar, haben wir das auch gefunden. Okay. Inoffizieller Eine Auftrag. Aprikose bringen. Ich muss immer den Forellenbarsch. 10 Rüben. Ne, ich hab das gar nicht. Das ist eine geheime Notiz gewesen. Ja, die geheime Notiz kann aber auch jeder finden. Ich habe noch gar keinen Level 100 Auftrag. Ist interessant.
Da muss ich ja gar nicht mitmachen. Was will trotzdem bei meinem helfen? Ach doch, ich habe die geheimnisvolle Notiz gefunden. Da müssen wir jetzt Benny jede geheimnisvolle Notiz geben, damit er auch den Auftrag kriegt. Ja. Wer von euch hat denn die Enten freigelassen und die Küken und die, weil hier unten ist offen. Oh, ich bin weggegangen und hatte nur überlegt, ob ich das Gatter wirklich zugemacht habe. Alter, aber wir gehen auch wieder zurück. Es ist eh der letzte Tag. Gehen die wirklich zurück? Ja. Ich wollte, jetzt ist uns nämlich zugemacht, wenn ich noch mehr ausbreche. Das dürfen wir Benny gar nicht sagen, das ist ja Spoiler. Alter Felix, irgendwann kicke ich dich für so einen Scheiß. Weil es einfach nur dumm ist. Na was denn? Ich find's witzig. Nein, tatsächlich laufen die wieder zurück. Ich weiß auch gar nicht so ganz genau, warum man sie einzäunen muss. Ich weiß nicht mal, ob sie wirklich dann auch auf Farm gut essen oder ob das einfach totaler Schwachsinn ist. Willst du es ausprobieren? Nein. Ehrlich warum gesagt nicht. Ich sterbe hier schon wieder in der Mine, ey. Diese Viecher sind so des Kotzens. Aber ist euch mal aufgefallen, dass wir immer weniger geheimnisvolle Notizen finden? Ja, wir haben ja alle gefunden. Weißt du, wir haben aber, glaube ich, genug. Senfkohl können wir noch ein bisschen. Iridiumbaum gefunden. Senfkohl können wir noch ein bisschen Dingens hier machen. Ein bisschen Saatgut. Davon haben wir auch genug. Weintraube. Das ist seltsam, mal wieder ohne Fähigkeitsproblem. Ich fühle mich immer noch beobachtet, obwohl ich nicht bin. Dabei kann ich jetzt so schön in der Nase probieren. Vielleicht guckt dir irgendjemand ins Fenster oder so. Musst du mal nachgucken. Nee, ich hab die Vorhänge zu. Bist du sicher, dass nicht irgendwo ein Spalt ist? Ja. Hat dein Vermieter irgendwo eine Kamera versteckt? Also meine Freundin rennt, seit ich die Kamera aus habe, auch wieder nackt durch die Bude. Wisst ihr, das ist eigentlich nur ein Nachteil, wenn du mit Kamera streamst, Felix. Aber... Ja, wir müssen alle dich sehen und deine Freundin fühlt sich beobachtet. Ich habe mir kein Essen zur Heilung mitgenommen, weil das gar kein ernster Versuch war. Ich versuche eigentlich nur noch zu leveln momentan parallel. Ich bin heute auch ziemlich gehunt worden. Bei uns in Dresden ist es ja momentan sehr glatt und es hat jetzt letztens auch geregnet. Ich bin jetzt zum Auto so einen Weg nach unten gelaufen, es war ziemlich glatt. Wir saßen unten 5, 12-Jährige auf dem Schlitten so, gucken nach oben und sagen, guck mal, wie der Opa sich da bewegt. Der Opi bewegt sich. Der Opa, genau. Lumi, das sind schon wieder Sachen fertig bei den Tieren. Wie, schon wieder Sachen fertig? Ja, das geht halt, das dauert nicht den ganzen Tag, aber ich sehe nicht ein, das zweimal am Tag zu machen. Hey, woher wusstest du, dass ich hungrig bin? Das sieht lecker aus. Weil ich es heute gemacht habe, du hast es noch gar nicht gemacht. Ja, ich bin jetzt aber hier farmen. Ich will diese blöden Kohlegeister machen. Oh Mann, wie soll nur was aus dir werden? Wie sollst du denn mal eine Profi-Farmerin werden? Ich doch gar nicht. Mir reicht's, wenn ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Wann spielst du denn mit mir Apex? Wenn ich wieder gesund bin. Also nie, na toll. Ne, Serious im erkälteten Zustand. Ich bin ja momentan nicht mal Dota, weil ich nichts auf die Reihe krieg. Aber ist doch egal bei einem Spiel, was du eh nicht wirklich ernsthaft spielst, sondern zum Spaß. Ja, aber ich reg mich dann auf. Du bist auch jemand, der sich drüber aufregt, wenn man selber kacke ist? Nein, ja das auch, aber auch an sich so. Dann gucke ich dann konzentriert und versuche Leute zu sehen und es strengt halt einfach an. Ach, siehst du, wir müssen noch den Zauberer immer ein Geschenk geben pro Woche. Leute. Und das kann ich immer machen. Nehme ich mein Pferdchen. Gar nicht bringen was zu essen, das mag er bestimmt. Ich finde den Dialekt von Felix auch schön. Dass er aus der Region rund um Dresden kommt. Was? Sächsisch? Sächsisch. Sächsisch. Ja, ich habe mir das ein bisschen abgewöhnt. Tut mir leid. Kann damit nicht dienen. Ich mag Saarländisch. Sippe hat. Da kam es einer, die hat immer Sippe gesagt. Statt sieben. Ich kann meinen Dialekt leider nur, wenn ich ihn höre. Gibt so Leute, die dann wieder switchen? Das ist wie so eine Muttersprache. Wenn jemand mit mir das auf Badisch redet, antworte ich auf Badisch. Aber wenn niemand mit mir auf Badisch redet, antworte ich nicht auf Badisch. War bei meiner letzten Freundin ganz witzig. Die hat ganz normal, also relativ Hochdeutsch gesprochen, also kaum Dialekt. Dann hat ihre Oma angerufen und das war wie so ein Schalter. Klick! Das ist bei mir genauso. Ich habe das ja nie verstanden. Ne? Ein Kumpel von mir meinte immer, oh, das ist so toll, wenn du mit deiner Mutter telefonierst. Und ich dachte, was zum Henker will der eigentlich von mir? Ne? Ich habe das echt nicht gecheckt. Und dann habe ich ein Let's Play gemacht und dann hat meine Mutter halt angerufen und da ich ja sowieso irgendwie schon eine Stunde am Spielen war, ich halt mal kurz Pause gedrückt und rangegangen
Und habe dann hinterher vergessen, die Tonaufnahme auszustellen, habe mich dann hinterher selbst reden hören und alter Falter. Also ich dialekte ganz schön, ich habe das zuvor mir selber nie bewusst vorher. Gibt's eine Kaffeebohne? Ja, die sind cool, Bauni. Ach, jetzt ist zu spät. Hab ich mal eine gekauft. Ich habe erstmal eine gekauft. Ich habe 4 davon. Warum hast du die nie angebaut? Weil ich sie lieber in meinem Inventar mittrage. Ah, das ist natürlich eine gute Option. Das ist eine scheiß Idee, Felix. Gerade wenn wir die angebaut hätten, Kaffeebohnen, werfen so viele Kaffeebohnen. Wir hätten jetzt schon um die 500 Kaffeebohnen. Kann man innerhalb von einem Monat. Ja. Die Dinger sind pervers. Wir haben da ein Gewächshaus. Hallo Mister, ich habe ein Geschenk für Sie. Da müssen Sie nicht unbedingt rein. Meine Dank, dieser Gegenstand hat einige interessante Eigenschaften. Ja. Was könnte das denn so eigentlich für ein Süppchen? Manchmal beobachte ich insgeheim die Stadtbewohner. Okay, das ist. Ich würde gerne einen Lehrling finden. Irgendwann werde ich diesen sterblichen Ebene verlassen, aber meine arkanen Nachforschungen müssen fortgesetzt werden. Ja, du bist ein ganz schöner creepiger Stalker-Dude. Was machst du da? Da dürfen nur Leute rein, denen ich vertraue. Okay. Ich habe das Schild hier abgenommen. Xan meint, du hörst dich wirklich nach Dresden an und nicht nach Sachsen. Ist tatsächlich. Ach so, weil, ja. Wenn man sich ein bisschen in den Dialekten auskennt, dann kann man Sächsisch in Dresdner, Leipziger und Chemnitzer und so erzgebirgisch ziemlich gut unterscheiden. Ich war mal bei einer Freundin in der Nähe von Berlin und die hat einen sächsischen Opa. Keine Ahnung, wo der herkam, aber ich habe ihn nicht verstanden. Das ist wahrscheinlich Erzgebirge. Das war richtig übel. Also ja, das ist dann, die Erzgebirge sind noch ganz anders. Das war heftig, das war wirklich, ich glaube, das war 3 Tage lang nur Nicken und Lächeln, wenn er irgendwas gesagt hat. Naja. Der hätte sagen können, irgendwie man sollte alle Menschen töten und Vegetarier vergasen und sowas und ich hätte gelächelt und genickt und gesagt, ja, das denke ich auch, weil ich kein Wort von ihm verstanden habe, wirklich. Wisst ihr, und so ähnlich ging es mir bei der Oma von meiner letzten Freundin. Also die, alle anderen waren gut, ja, die war ja auch aus Baden, ne? Aus der Region Badisch. Und dann hat die Oma angefangen, richtiges Badisch zu reden. Ich war so, oh, ja, ja. Das war meiner Oma Hallo. Gewesen, ja. Schönen Tag. Ja. Also alle anderen konnte ich ganz gut verstehen, hatte ich ein bisschen eingehört hatte, aber bei der. Puh. Das war schon härter. Ich muss sagen, ich habe auch in der Lehre hatte ich auch viele, die erinnern, der kam aus Löbau und seitdem sage ich immer wa. Weil das kenne ich auch immer. Kenne ich bloß aus Thüringer, also Jena, die Gegend kenne ich dieses wa. Wa. Chemnitzer, Ortsgebirgisch, Hochländisch, Dresdner Zunge, Leipzig und hinne der bei Bautzen Richtung Lausitz ist es auch noch ein bisschen anders, sagt Xan. Ja, es ist halt überall ein bisschen anders. Keine Ahnung. Schatz, ich verstehe dich, nee. Die Leipziger sind jetzt tatsächlich die typischen hässlichen Sächsisch-Redner, finde ich. Das klingt nicht süß, das klingt einfach nur eklig. Also so richtig halt wie so ein Bauer klingt das tatsächlich, wie man sich das so vorstellt. Ich finde die Odeweller in Hessen, die klingen sehr, sehr bäuerlich. Ja, die Erzgebirge zum Beispiel, die rollen wieder das R, das ist eigentlich ziemlich niedlich in den meisten Fällen. Ich mag aber auch zum Beispiel bei den Baden, dass die aus einem S immer ein S oder vielen Situationen ein SCH machen. Klingt, finde ich auch übelst niedlich. Das so hascht mal. Und immer ein LE dranhängen. Ja, genau, das so verkleinern, ja. Es gibt eine Hundel und eine Katzel. Ja, das ist total niedlich. Also die wir verniedlichen irgendwie alles, ich weiß auch nicht. Und es geht ja auch nicht unbedingt immer nur um kleine Hunde, ne? Also ja, kann trotzdem das Hundel sein, wenn wir das Hundel einfach mögen, ja. Ja. Das Elefantel. Das gibt es wirklich selten, aber mit Hund und Katz, ja. Das Hundel ist. Halt die so. Sachen, die man mag, die werden. Verniedlicht. Versüßt damit sozusagen, ja. So, Achtung. Jo, ich bin auf dem Weg ins Bettchen. Oh, lecker Trockenfleisch. Ja, zwischen Odewald und Odewald, da fängt es schon an. Im Odewald, da werden die Hode kalt. Das geht das Dorf raus. Alter, der Satz lecker Trockenfleisch ist ein Widerspruch in sich. Ach, Trockenfleisch Warum? Fand ich immer lecker. Das ist eine Antithese. Fleisch ist trocken, ist nicht lecker. Doch. Also als ich noch Fleisch gegessen habe, mochte ich Trockenfleisch. Beef Jerky nennt sich das auch. Also seit ich meine Wohnung schöner gemacht habe, komme ich irgendwie viel gerne nach Hause. Ich würde das in Real Life auch mal machen. Ich vermute mal, Schmelf, du bist also aus der Schweiz, weil mir wird gerade geschrieben, Schweizerdeutsch ist Hochdeutsch weit überlegen, da wir keine standardisierte Grammatik haben, was das tägliche Leben enorm erleichtert. Ich weiß nicht.
Ich komme auch ganz gut ohne, also um die deutsche Grammatik drumherum. Ja, grüezi. Also auch die Sachsen, da wird so viel weggeschluckt, wenn du es wirklich willst. Leute, es ist Winter. Ja, yep. Wir Sachsen, wir sind einfach faul beim Reden. Stört dich nicht, wenn ich hin und wieder etwas an der Einrichtung ändere, oder? Ich bin immer nur so glücklich über meine eigene Auto, an dem ich arbeiten kann. Bitte was? Ich habe das mal so ein bisschen dramatisiert von ihr. Winter! Stimmt, hier liegen ja die Sachen drin. Kira, du kriegst jetzt nichts, meine Fresse. Ich hab letztens beim ETS-Spiel einfach so eiskalt meine Kamera abgebaut. Hallo Chris! Ja, schon 2 Monate. Sag mal, hast du jetzt neu subscribed oder ist das nur diese Erinnerung? Ich komme da total durcheinander. Das ist der Bug wahrscheinlich. Was? Wahrscheinlich der Bug. Aktuell kannst du halt immer wieder neu subscriben, das weißt du wahrscheinlich schon. Ja, ne? Ich habe mich nämlich letztens schon gewundert bei Matze und habe gedacht, der hat neu subscribed, aber dachte ich, der hat doch erst vor kurzem neu. Und bei Chris weiß ich das. Du hast letzte oder vorletzte Woche so ein Geschenk, was geschenkt. Hallo Chris, trotzdem, also. Das irritiert mich nur immer total, weil dann läuft bei mir auch diese Arigato. Hier sind es schon 3, wow. Naja, der Alarm, dass sich jemand subscribed hat. Bei mir hat Chris auch erkannt, dann gebe ich resubscribed. Genau, jetzt mal mit Greenscreen. Hallo Chris. Ich habe mal ein bisschen Production Value betrieben und so. Wird Zeit, dass das mal irgendwie geändert wird. Fällt mir ein, Lum, ich wollte mir diskutieren, was du komisch findest an der Optik vom Greenscreen. Das will ich immer noch wissen. Ich kann es gar nicht so genau sagen, ich finde es einfach nur hässlich. Boah. Das liegt ja nicht an dir, das liegt einfach generell an. Ich weiß nicht, mir gefällt es einfach nicht. Es flackert, aber es liegt daran, dass ich es sonst nicht anders einstellen kann. Das stimmt, es flackert, aber ich kann es nicht viel besser regulieren. Tatsächlich. Es flackert halt auf den schwarzen Sachen. Mir steht noch Dota 2, ich habe das vorhin geändert. Das Problem ist, wenn ich das runternehme, flackert das da hinten. Deswegen dachte ich lieber so flackern. Na, vielleicht. So. So könnte das ungefähr hinkommen. Ist richtig eklig. Oh. So, ach, alles umgestellt tatsächlich. Meine T-Shirts passen mir doch. Deine T-Shirts passen dir doch? Was heißt denn das? Ich hatte bei QWERTY 6 Männer-Shirts und 2 Frauen-Shirts bestellt. Okay. Aber ich weiß trotzdem nicht, was das für Prints da drauf sind. Das sind. Also Ema ist eine Telefonzelle drauf, das könnte Dr. Who sein. Ist es auch. Und die anderen. Ja, und die anderen habe ich auch keine Ahnung, was das sein soll. Du musst mir mal Bilder schicken, dann kann ich das mal für dich erörtern, was das ist. Du, wir haben jetzt 20 vor 10. Kommt irgendjemand jetzt mit in die Mine oder bin ich allein? Ich habe noch nichts zu essen eingekauft. Ich wurde gerade abgelenkt wegen meinem Greenscreen-Geflackerer. Es sind dann heute die Geister gut gestimmt? Habe ich nicht mal geguckt. Keine Cam heute, weil ich sitze hier im Plüschbademantel und rotze vor mich hin, weil ich auch krank bin. Das tue ich niemandem an. Dankeschön. Leben vom Land ist heute auch neu. Was? Also der Wetterbericht wird schneien. Schneien wird's. Schneien. Geister sind heute sehr glücklich. Kommt mal bei mir auch. Bringt was zu essen mit. Oder macht's morgen. Ich werde jetzt versuchen, nochmal weiter zu. Also Chris, ich hoffe, ich habe es jetzt ein bisschen besser hingekriegt mit dem Greenscreen. Zu deiner Zufriedenheit hoffentlich. Warum sind hier wieder Fische drin? Die haben. Alter, wirklich. Nach wie vor, das ist ein Bearbeitungsmaterial. Nein, das ist eine Fisch. Wir haben eine Fisch-Fucking-Truhe. Das ist nichts Bearbeitungsmaterial, das ist Fischtruhe. Die man aufhebt. Da kommen keine Aufheber rein. Du kannst alle dort verwenden. Holy moly, ey. Diese Frau macht alles kaputt hier. Ich sehe das nach wie vor nicht ein. Wundert dich jetzt nicht, ich habe bloß mein Zeug jetzt gerade in die Erzkiste da reingehauen, damit ich hier Richtung Mine latschen kann. Na, ich bin schon in der Mine. Hier, Eis. Nimm Eis mit. Ach, du bist schon. Das ist schön. Ich hatte keine Lust auf euch zu warten. Auf geht's. So, der ewig. Felix streamt heute übrigens nicht. Und Lumi streamt ohne Facecam, deswegen. Ich bin der Einzige, der heute richtig streamt. Der heute richtig streamt. Also als ob man nicht richtig streamt, weil man keine Facecam hat. Ja, eindeutig. Wenn man sonst mit Facecam was macht, dann ist das. Warte mal, wir sind doch. Ach, verdammt. Ich kenne Leute, die streamen nie mit Facecam. Wir müssen in die Wüste fahren, ne? Richtig? Ja. Bis habe ich schon meine Level 100 erreicht, ohne dass ich euch auch helfe. Ja, das war. Welches Level? Ich will das auch suchsam. Welches Level bist du gerade? Ich bin jetzt bin ich in 16. 5 Ebenen runtergefallen. Ich freue mich heute, ich habe heute beim Einkauf endlich wieder Süßigkeiten geholt. Das war tatsächlich mein größtes Problem letzten Tag, ich hatte keine Süßigkeiten mehr da.
Ich hatte zwar auch die letzte Rolle Klopapier angefangen, aber mein größtes Problem waren die Süßigkeiten. Aha. Okay, ich habe mir heute, ich hatte vom Foodtrack noch eine Fertigmischung. Bin 8 Ebenen runtergefallen. Wo seid ihr? Welcher Ebene nochmal? 5. 6. Bin 9. Ich habe heute eine Fertigmischung mit Cupcakes gemacht, weil ich so Lust auf was Süßes hatte. War aber eklig. Kauft nicht von Dr. Oetker die. Ja, erst wie sein Klopapier. Warum? Fertigmischung. Warum sind die wirklich so eklig? Die vom Dr. Oetker. Ja. Ja. Toll, dieses Gebiet wimmelt von Monstern. Ich bin da mal tot, gell? Was hast du denn hier für uns gewartet? Hey, ich wusste nicht, ob ihr überhaupt noch kommt, ja? Ich komm immer, ich brauch bloß ein bisschen länger. Ich komm mal nicht so schnell. Ich komm immer. Das war der Witz dabei. Ich habe tatsächlich jemanden gefunden, der darüber lacht. Ich weiß es nicht. Felix lacht über alles, was so in die Richtung geht. Dankbares Publikum. Du weißt schon, also ich weiß schon, wo mein bester Kumpel ist, weil wir haben einfach den gleichen Humor. Stumpfes Trumpf. Genau. Nee, und zu dem ekligen Dr. Oetker-Zeug. Das ist so Bananen-Cupcake-Mischung. Das klingt die, schon. Die haben da auch so eine Sahne-Mischung drin für die Cupcakes. Und die hat halt einfach noch nie eine echte Banane gesehen und die schmeckt genau so. Also, das ist aber logisch, oder? Dass das keine echten Bananen hat. Ja, das ist einfach ekelhaft. Okay, wie viele Steine muss ich denn noch zerkloppen, damit die mal den blöden Weg nach unten kommt? Och nö. Okay, es ist... Stimmt, für solche Gebiete kann man dann Treppen hören. Benni, bist du Stufe 9? Ich höre jemanden kloppen. Ja, ich bin Stufe 9. Gut. Naja, dann bist du irgendwie verwundert? Ich habe Energie. Oh, Moment mal, ist eine Treppe. Ja, gut, never mind. Moment mal, da kann ich auch noch runterspringen sogar. Ach, verdammt. Was denn? Bist du jetzt gesprungen oder gegangen? Ich bin in die Zehen gegangen. Hm? Bin in die Zehen gegangen. Okay. Na, da kann ich dir folgen. Kannst du machen. Da können wir uns zusammen durchhauen. Ich habe nur unglaublich viel Energie schon verschwendet, obwohl ich hätte einfach weitergehen können. Naja, willst du eine Energietoniken haben? Hier, komm mal her. Ich habe selber zu essen, alles gut. Okay. Ich esse Eis. Willkommen zurück, Erbse. Ich esse Eis. Das bringt ein bisschen Energie. Wirklich. Ja. Ich habe 42 Eis. Das bringt 100 Energie, ein Eis. Bin wieder voll. Achtung, Sprengung. Bleib weg. Bin weg. Geil. Da, leider. Holte langsam mal auf, ja? Wir sind jetzt ein 11. Ja, langsam. Fuck! Oh, oh. What? Ich bin tot. Okay, das klingt nicht gut. Ich bin komplett tot. Hier sind 5 solche komischen Drachen. Hilfe! Jo, bin tot. So höflich, was hab ich denn jetzt wieder gemacht? Oh, Ben wurde bewusstlos geschlagen. Ja, da sind 5 Drachen, die doch direkt an der Leiter sind. Okay, das ist fies. Ich hab's geschafft. Bin schnell nach unten gerannt. Wie bist du nach unten gerannt? Bin einfach nach unten gerannt. Aber da war doch gar keine Leiter offen. Nein, keine Leiter offen. Ich habe mir Stein mitgenommen gehabt. Ja, wow. Also ich habe jetzt abgelenkt, Bobby, damit du weiter kannst. Sehr schön. Genau das wollte ich. Jemand hat dich ohnmächtig und komplett ramponiert genau, gefunden. Ich muss eine Notfalloperation an dir durchführen. Pass das nächste Mal ein wenig besser auf, okay? Oh, dann mal auf neben mir her. Chris, was? Der Aufenthalt bei Dr. Harvey hat mich 100.000 Euro gekostet. Du hast mir schon eine Pizza bestellt. Noch die Verpackung. Was? Welche Verpackung? Moment, erstmal hier. Oh, es wäre cool, wenn du mich zukünftig darauf hinweist, weil ich habe nämlich momentan meine Klingel ausgestellt, um besser schlafen zu können. Und ich habe eigentlich vorhin auch gegessen. Aber warum machst du deine Klingel aus? Weil die zum Teil morgens halt klingeln für die Post und ich finde das ja nicht schlimm, aber wenn ich krank bin, mache ich meine Klingel aus. Du kannst einfach früher schlafen gehen, wenn du krank bist. Was? Könntest einfach früher schlafen gehen. Aber ich schlafe dann halt 14 Stunden, da kommt morgens die Post. Dann kommt bei dir die Post früh um 9? Ja, zum Teil schon. Die kommen, jetzt muss ich hier raus und mal die Dings anmachen. Okay. Bei uns kommt die Post tatsächlich niemals vor um 12. Und Chris, wie gesagt, das ist so lieb von dir. Aber trotzdem, in Zukunft würde ich es gerne vorher wissen. Ohne da jetzt meckern zu wollen. Ich jetzt mal ganz kurz Verpackung. Die Klingel anmachen. Im Notfall hat man auch die Verpackung. Ich bin halt auch im Bademantel und im Schlafanzug, so kann ich ja niemandem die Tür aufmachen. Notfall hat man noch die Verpackung, ist ein bisschen schwierig bei Klopapier, weil das ist Plastikfolie. Also da würde ich jetzt nicht sagen, im Notfall hat man noch die Verpackung. Vor allen Dingen, wir haben schon wieder 17 Uhr und ich bin Stufe 14, das kann ich aufgeben.
Ich weiß nicht, wie man hier Level 100 erreichen soll. Keine Ahnung, wir müssen wahrscheinlich mal die Axt und die Spitzhacken und so upgraden, dass man so viel schneller durchböllern kann. Das könnten wir machen. Iridium-Hacker oder musst du erstmal Iridium kriegen? Also. Ich würde sagen, dann müssen wir halt mal Sachen upgraden. Ich habe noch hier Kupferspitzhacke, ich könnte mal eine Eisen-, eine Stahlspitzhacke machen. Zum Beispiel. Das könnten wir mal machen. Solche Sachen halt erstmal in Angriff nehmen. Magnetring. Die Magnetring kann man nicht verkaufen, ne? Den schmeißt er weg. Doch, den kannst du in der Abenteuergilde verkaufen. Zu spät. Okay. Nevermind. So, das hier rein noch. Ist wieder hier steinvoll. Stechpalme. Liebte Winterdekoration. Ich verkaufe die Stechpalme mal, ne? So. Dann kümmern wir uns hier noch um den Gelee wieder, damit wieder schönes Preiselbeeren-Gelee können wir noch jede Menge machen. Kann euch irgendwann ersticken, Preiselbeeren-Gelee. Lumi wollte die Wege umgestalten. Stimmt, das wollte ich auch noch machen im Winter. Im Notfall Dusche. Pff. Jungs, ey. Es gibt Sachen, die will ich mir eigentlich nie antun. Ich will nie kacken und dann meinen Arsch in die Dusche halten. Was? Weil ich gesagt habe, Klopapier ist bei mir knapp geworden. Achso. Das sind einfach Sachen, die will ich nicht machen. Lumi ist Dingens anstellen, ne? Deswegen ist sie noch so lange unterwegs. So, jetzt schmeiße ich hier alles durch die Gegend, ey. Ach Gott, wir haben erst 8 Uhr. Nein, das war kein. Also, nie eine Aufforderung, mir was zu bestellen, um Gottes Willen. Also, ich habe gesagt, ich brauche was zu essen. Wann habe ich denn das gesagt? Ich brauche eigentlich was. Du sagst immer, du brauchst was zu essen. Nee, ich habe mich eigentlich über die Cupcakes geärgert. Stimmt, du hast die Cupcakes gemacht, die haben nicht gut geschmeckt. Angemacht? Ich glaube, ich habe die Klingel angemacht. Moment. So wie du vorhin das Ding zugemacht hast. Ja, jetzt ist die Klingel an. Muss mal Test klingeln, bitte. Ach, Chris, Liebe, es ist alles gut. Es ist so irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wie formuliert man das am besten? Ich habe einen Kontrollzwang. Ich würde gerne Sachen immer vorher wissen, bevor ich sie bestellt bekomme. Wusste nicht, was du sagen willst. Deswegen konnte ich dir auch gerade nicht helfen mit, wie formuliert man das am besten. Ja, mute mal den Stream und zock mal schön. Also, ups, falsche Richtung. Ich bin ja nicht böse, weil du mir einen Krankheitsfuß. Ja, okay, Überraschung, ja. Ich bin echt schwer zu überraschen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich ein Fan von Überraschungen bin. Du bist kein Fan von Überraschungen, das ist egal, man überrascht einfach trotzdem. Bist du eigentlich auch gestummelt so zurückgekommen, Lumi? Nee, ich bin rausgerannt dann, als ich gesehen habe, als Chris gesagt hat, dass er ach so. Was bestellt hat, bin ich raus aus der Mine, um meine Klinge anzumachen. So. Möchtest du? Muss ich mich daran gewöhnen, dass mich Menschen überraschen wollen. Also Dankeschön. Ich bin jedenfalls gespannt, was es ist. Und du sagst Krankheitsfood. An welcher Stufe warst du? Sehr toll. Ich hätte 25 hätte ich noch machen können. Ich wäre 21 oder so. Ich würde übrigens erstmal meine Sachen upgraden, bevor ich jetzt nochmal in die Mine gehe. Also dann eher gegen Ende Winter wahrscheinlich nochmal versuchen. Was willst du denn upgraden? Oh. Meine Spitzhacke? Oh ja. Good point. Ja. Kann ich auch mal machen. Also weil ich habe die Kupferspitzhacke noch. Lumi, du hast einen Weg weggehauen. Ja, ich weiß, ich hab's einen Weg. Du wolltest die Wege auch umsetzen. Okay. Du wolltest die Wege umsetzen. Eben. Lumi. Ja, aber nicht heute. Nee. Aber du kannst mit anfangen. Nee, also nicht heutigen Stream. Wieso nicht? Alles verstrahlt, ich kann nicht rechnen. Na und? Das ist doch egal. Du kannst auch sonst nicht. Ja, du brauchst nur setzen. Hallo? Epic. Und Bobby, du hast meine Adresse nicht, da brauche ich keine Angst haben, dass ich gleich ein Hitachi geliefert bekomme. Ach, Chris gibt die einfach ganz entspannt weiter, an Vertrauenswürdigen. Ja, also zwei Hitachis brauche ich ja nun wirklich. Was ist denn ein Hitachi? Was ist denn das? Auch bekannt unter Magic Wand. Kenne ich nicht. Einen Stabvibrator. Ach so. Ich habe mir schon fast was gedacht. Er ist aber eigentlich mittlerweile in Europa verboten, aber mehr wegen den Batterien und nicht wegen der Leistung oder sowas. Alles ist eigentlich. Nee, ich brauche keinen Krankheitsfuß. Wie gesagt, ich war vorhin gerade einkaufen und bei mir ist eigentlich alles entspannt. Nee, Bobby, du hast meine Adresse nicht, da brauche ich keine Angst haben. Aber danke für das Angebot.
Danke für das Angebot. Geht es wieder los. Ich bin die Schuld. Bobby hat diesmal angefangen. Ich habe gesagt, ich rede heute weniger. Also. Oh mein Gott, ey. Bin ich am Arsch. Die typischen Zeitdualitäten, okay. Ich schaltet alle nur ein, damit ich über sowas rede, ne? Der ist... Oh, Entschuldigung, Batterie war der falsche Ausdruck. Du hast recht, der ist über Kabel. Aber ich weiß, dass das... Es gab irgendwelche... Der hat irgendwie mit den europäischen Richtlinien für irgendwas mit Strom kollidiert. Und das ist ja in Europa verboten. Brauchst du eine Pizza oder irgendwas anderes Bestellbares zu essen? Was? Ich... Ob ich das will? Ja, fragt Chris gerade. Dann musst du aber die Adresse von dir rausrücken an ihn. Chris, okay. die mit Akku sind aber nicht so leistungsstark. Die Hitachi sind, meine ich, alle ohne. Oh, was ist das jetzt? Das habe ich auch gerade gefragt. Ah, Mine bei Stufe 4. Wupp, 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 wupp. Ich würde vermuten, dass irgendwas runtergekommen ist. Chris, ich melde mich gleich. Und ich kann irgendwie umwandeln jetzt Eisen. Irgendwie habe ich da ein Rezept bekommen. Okay.